Ach, auf der anderen Seite, ne? Nee. Hä? Wo ist das Rennen? Ich verstehe das gerade gar nicht. Ich dachte, das wäre hier oben. Nimmel? Nee. Das ist doch unter uns, ne? Hm. Gucken wir mal. Rennen. Keine Ahnung, Leute. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen blöd, weil ich extra hier hochgefahren bin. Ich dachte jetzt irgendwie, das startet hier. Ich gucke hier nochmal. So, jetzt fahren wir natürlich auf der falschen Fahrbahn. So, jetzt mal aufpassen. Keine Ahnung. Ist das doch irgendwie hier unten? Ich habe es anscheinend doch übersehen. Hm. Können wir da lang? Redwood. Wie gesagt, sorry, Leute. Ich fahr da gerade mal hin und dann gucken wir mal weiter. Ein bisschen Munition könnten wir uns natürlich auch noch holen. Es ist halt ganz geil, weil wir einfach ein paar Leute aus der Gang anrufen können und die kümmern sich dann darum. Na, super. Hm. Wo ist das denn? Rückwärts mit dem Motorrad ist auch richtig schön immer. So. Keine Ahnung, Leute. Falls wir es jetzt nicht finden, dann machen wir einfach die nächste Mission. Fühle mich jetzt natürlich mega blöd. Bin auch mega blöd, aber... Ja. Schrei halt rum. Nichtsdestotrotz. Ich guck mal, ich bieg mal hier nochmal links ab und gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Jawohl, wenn ich mir den Navi gelegt hätte, dann müsste er mich ja wirklich genau dahin leiten. Jawohl, nicht unbedingt. Der, na, keine Ahnung. Ah, jetzt glaube ich, ich weiß, wo das ist. Ist wahrscheinlich doch hier, ne? Da vorne. Ja, hier ist das. Ach, Mann. Na schön, komm. Machen wir mal schnell. Rennen! To das Turbo. Ist das fair beim Rennen? Bäp. Du hast einen Schläger, mit dem du Konkurrenten attackieren kannst. Drücke linke Maustaste für einen Angriff nach links oder... Ach, ach ja! Zieh mal einen an! Wie nice. Voll fair, ey, voll fair. Ach, wie geil. Schön. Ist echt schön. So. Ich fahr mal vorsichtiger, weil ich ein bisschen Angst habe, mich zu verfahren. Warte. Ich weiß es natürlich nicht, wo genau die hinter mir sind. Weil es einfach mit dem Schläger weg. Voll fair, ne? Aber die haben auch einen, okay. Na gut, dann ist das schon... So laufen die Rennen mit Gangs ab, Leute. Alter, wie geht denn der ab? Na, hier kann man aber großzügig abkürzen. So. Ist doch schon ganz cool. Wie gesagt, auch Motorräder haben hier schon ihren Vorteil. Wie gesagt, das Ding ist halt wesentlich besser steuerbar. Als jetzt zum Beispiel manche Motorräder in GTA 4 in normalen. Spiel. Oh Gott. So, es ist ins Erste. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Rennen geht. Schreck uns, ist uns schon komplett vorgezeichnet auf der Karte übrigens. Das ist sehr angenehm. Das heißt, hier kann man sich eigentlich kaum verfahren. Ist mir GTA 4 schnell mal passiert. Okay. Wie sieht's aus? Okay, wir haben einen großzügigen Abstand zu den anderen anscheinend. Schade, ich würde noch gerne ein bisschen... Bam, bam. Weghauen. Oh Gott, richtig. Meine Güte. Voll spannend. Wow. Fahr gegen die Wand, wenigstens fliegen wir nicht so leicht runter. Wir tragen ja gar keinen Helm. Okay, Sprung. Wir haben die, glaube ich, echt abgehängt, ne? Schade, ich hätte ja echt noch gerne ein bisschen geprügelt mit dem Schläger. Ich finde das ein geiles Element, ehrlich gesagt. Sehr schön. Weißt du, wer überlegt sich das? Ja, ihr kriegt das alle einen Baseballschläger und könnt den anderen... weghauen. Die haben wir echt abgehängt. Wie langsam sind die denn? Ich meine... Ach, da ist... Das sind sie. Das sind sie doch. Okay. Ist doch schon Abstand, aber... Die sind doch noch in der Nähe. Also... Sollten uns nicht zu sicher des Sieges sein. Oh Gott. Ja, jetzt bin ich ein bisschen langsamer geworden. Ich wundere, ich drück hier mal nach hinten. Nicht, dass ihr verwirrt seid. Da ist einer. Wir haben doch schon guten Abstand zum zweiten Platz. Ich denke, das Rennen sollten wir für uns entscheiden können. Runde 2 von 2. Okay, dann ist es gleich vorbei.
Ich hoffe mal, meine Stimme ist noch... Oh Gott. Ah, jetzt haben wir... Dann kürze ich hier mal ein bisschen ab. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Kann ich dazu erwähnen. Aber ist jetzt nicht wirklich schlimm. Also, ich kann jetzt hier doch locker noch ein bisschen aufnehmen. Okay, los, Endspurt. Jawohl. Yeah. Wow, da... Oh Gott. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Rennen, 1 von 12. Ach, geil. 12 Rennen insgesamt. Ich denke mal wieder, das brauchen wir für... Die 100%, die wir ja nicht machen. Ich merke es nochmal an, wie gesagt, ich spiele die GTA-Teile nicht auf 100%. Bzw. diese jetzt nicht. Wäre natürlich ganz nett, aber ist jetzt für das LP nicht erstrebenswert. Privat ist das natürlich wieder eine andere Sache. Wir fahren jetzt zu Billy Boy. Na gut, er nennt uns ja immer Johnny Boy. John Boy. Und irgendwie, ich weiß nicht. Na, wir müssen mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall ein geiles Bike haben wir dabei. Ich denke, ich werde immer relativ lange Aufnahmen machen. Und, ja, ich denke echt, dass ich das mit ein paar Aufnahmen abschließen werde. Sag mal, was geht mir mit dem Licht ab? Tor vielleicht ein bisschen beschädigt. Also, wie gesagt, ich kann es jetzt noch nicht absehen, wie lange das Ganze genau wird. Ich habe es noch so grob, habe ich so ein paar Daten, wie lange das Spiel geht. Aber im Endeffekt kann man das eh nicht abschätzen. Und ja, dann werden wir halt mal sehen. Ich werde immer ein paar längere Aufnahmen machen und dann... Wird das schon irgendwie laufen? So, da werden wir. Angels in America. Little dorky gas station attendant boy goes, hey man, are you alright? And I go, yeah dude, how's my bike? Hey, Johnny Cale. Johnny. Johnny, how you doing, baby? Hey, what the fuck? Domestic violence. Hey, having fun over there? Absolutely. And if I get tested, I have a bag of 12-year-old's piss right here. I am real nice. Oh, fuck you, Johnny. You don't judge me. Whoa, calm down, man. Have another drink or something, but calm the fuck down. Oh, hey, watch your mouth. Faggot. Tell him. Yeah? Really? Whoa. Guys, Billy, Johnny. We got a couple of fucking deadbeats outside. Deadbeats? What fucking deadbeats? What the hell are they doing here? What the fuck do they want? I'm out of rehab 3 minutes and they think they can crash my party? Come on! Ja, toll. Gentlemen, gentlemen. Von den Drogen weg, aber Leute abknallen. Might I tempt you in a swift libation, my most trusted and honored guest? I thought we had a truce going on. Did you? Funny thing, I wasn't aware. But let me tell you, it's a strange kind of truce that makes you think that it's okay to gatecrash my party? Deadbeat, motherfucker. I'm sorry. Huh. You enjoy your little party. I take it the good times are over. No problem, old man. Screw you, you deadbeat prick. Yeah, you can come to my party and gatecrash? Come on! Yeah, come on! Der Handel, das ist nicht gut, Leute, das ist nicht gut. Und Johnny weiß, dass das nicht gut ist. Wir sind nicht blöd. Verfolge die Angels of Death und schalte sie aus. Na super. Oh ja, yeah. Geil. Motorradschießerei, das ist geil. Oh Gott. Machen wir kurz das Radio aus, das irritiert mich. So, weil wir natürlich mit der abgesägten Schrotflinte gut treffen, dann können wir sie natürlich auch damit ausschalten. Nein, nein, nein. Ah. Meine Fresse, wie gehen die denn ab? Wir haben zum Glück eine Schutzweste an, das sollte... Na. Jawohl. Oh, Alter. So. Was war's? Boah. Oh, das muss ich mir später nochmal in der Aufnahme angucken. No, I stopped him. We don't need more brothers dying over this. Sensible Johnny K. Come meet us over on Glover Road, brother. Learn to tell the tale. Trefft euch mit Billy. Und Johnny hat recht. Wieso sollen wir unsere Brüder... Ich meine... Naja. Ich meine, so weit sind wir jetzt noch nicht, aber das ist ja sinnlos, unsere eigenen Männer, unsere Gang aufs Spiel zu setzen, nur wegen so einem blöden Bandenstreitereien. Und wie immer geht es natürlich nur ums Geschäft, denn wir wollen natürlich Geld machen. Trotzdem sind wir Brüder und ich hoffe auch, dass das so ist.
Man weiß natürlich nicht, ob es den Mitgliedern jetzt hier nur ums Geld geht oder ob sie wirklich so denken, dass wir jetzt alle brüderlich sind. Denn so ein brüderlicher Gedanke ist ja nicht schlecht, aber ich meine, wir sind jetzt hier nicht gerade die... Wir haben jetzt hier nicht gerade die legalsten Aktivitäten am Laufen. Und mal wieder ist hier die Moral wieder eine Frage, denn wir töten hier die ganze Zeit Leute. Gut, ich meine, unschuldige Personen haben wir immer noch nicht getötet. Waren ja bisher eigentlich echt nur Gangmitglieder. Würde mich echt eure Meinung interessieren, wie ihr das mit der Moral hier seht. Klar, ist nur ein Spiel, aber trotzdem wäre es interessant. Ich meine, ist Johnny ein böser Mensch, weil er Menschen tötet, oder? Naja, ist natürlich die Frage, wen er tötet. Ach, schwierig. Bei Nico war es echt schwierig, weil der ist echt sympathisch. Man hat es ja gemerkt, dass der eine krasse Story hinter sich hatte. Nico Bellic. Aus dem Osten, der gute Junge. Und wir fahren jetzt hier mit dem Motorrad rum. Haben wir natürlich nochmal einen schicken Blick hier. Auf jeden Fall cool, mit dem Motorrad hier rumzufahren, ganz klar. So, da war letztes Mal unsere Schießerei unsere erste. Und dann gucken wir mal, dass wir mit dem Mission hier weitermachen. Wir sind ja schon ganz gut dabei, denke ich. Aufnahme läuft ja noch nicht allzu lange und wir haben schon ein paar Missionen hinter uns. Läuft doch ganz gut. Wo ist denn der? Ich check das gerade mal. Ich denke, ich werde hier echt die einzelnen Wege fahren, weil, wie gesagt, das ist jetzt hier nicht so lange. Im GTA 4 habe ich ja meistens dann Taxis genommen. Aber hier können wir schon ruhig hinfahren. Ach ja, das sind sie. Dann sehen wir mal. Disaster averted, brother. Yeah. You coming back? I'd love to, man, but I'm seeing this hot Russian broad over on Firefly Island. Drink of daddy's expensive vodka and fuck her under the pier. Ooh, young love in the modern world. Yeah. Beautiful. Well, these decades won't be screwing around with us anymore. Let the good times roll. Hmm. Let's roll. Du kannst über Multiplayer im Telefonmenü online mit deinen Freunden spielen. So kannst du mit anderen Games vor Windows Live. Grrr, Windows Live Nutzern spielen. Windows Live, Igitt, I. Coole Ansicht übrigens gerade. Ja, der zoomt, der... Oh. Um ein schnelles Online-Spiel zu starten, wähle sofort Spiel im Telefonmenü aus. Ja, Multiplayer, das wäre auch wieder so eine Sache. Ist komisch, hat er uns in GTA 4 darauf hingewiesen? Das wäre interessant. Hm. War eben ganz cool, deshalb habe ich es eben nicht weggedrückt. Jason, Buck und Earl. Geil. Wie gesagt, die werden dadurch auch stärker. Das heißt, das ist schon echt geil, dass man seine eigene Gang dann quasi stärken kann, wenn man es gut macht. Hier gehen Bauarbeiten vor sich. Ah, das ist ja cool. Mit einer Spitzhacke ist ja wie in Minecraft hier. Ist das ein Hammer? Ja, ich würde lieber nicht. Boah. Und Leute, wie gesagt, das ist jetzt ja auch in 2K... WQAD, ich weiß, ich habe schon mal gesagt, es tut mir leid, aber das ist mal wieder eine andere Sache, weil es einfach nochmal wesentlich schärfer aussieht und das wertet das Ganze nochmal auf. Besonders halt wegen YouTube, weil es auf YouTube jetzt nochmal deutlich besser aussehen sollte. Aber auch für mich jetzt sieht es natürlich nochmal wesentlich schärfer aus und das ist nochmal ein anderes Spielerlebnis. Aber gut, wir fahren jetzt zu Jim. Ja, wir fahren erstmal zu Jim. Was auch immer uns das jetzt gebracht hat, dass wir zu Billy gefahren sind. Und wir driven hier mit dem Motorrad durch. Und wie gesagt, das ist echt cool hier durchzufahren. Das macht immer wieder Spaß. Wow. Wow, wow, wow. Immer schön aufpassen. Ich guck mal, kann ich da irgendwie... Achso, okay, wir müssen über die Brücke fahren. Ja, wir können hier aber anscheinend auch frei rumfahren. Also die ganze Map ist für uns betretbar. Was, glaube ich, auch so ganz gut ist. Weil es ja sonst ein bisschen das Spiel in die Länge ziehen würde. Hm, ein Kran. Und wie gesagt, hier, die Story jetzt hier von Lost and Damned spielt auch gleichzeitig neben der Story von Nico Bellic. Das heißt, es spielt nicht danach, nicht nach Nico, sondern währenddessen. Wie gesagt, ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, an welchem Moment in der Storyline, an welchem Moment wir uns befinden, weiß ich jetzt nicht genau, aber es spielt quasi neben der Geschichte von Nico, was schon ganz cool ist. Und es gibt ja auch ein paar Schlüsselmomente in GTA 4, wo wir zum Beispiel auch Johnny getroffen haben. Und das war schon echt cool, denn jetzt in dem DLC spielen wir jetzt Johnny. Und das war dann halt schon echt cool, wenn man in GTA 4 den dann ein paar Mal getroffen hatte. Genau wie mit dem anderen Charakter, den wir dann in The Ballad of Gay Tony kennenlernen werden. Kennenlernen werden. Schön gesagt. Ron.
Und wir gucken jetzt natürlich mal. Die Wege dauern jetzt natürlich wieder ein bisschen, aber ich denke, das sollte machbar sein. Wenn es sich jetzt auch nicht zu lange zieht, wie gesagt, dass wir wenigstens mal ein bisschen mit dem Bike rumfahren. Taxi würde natürlich noch mal ein bisschen schneller gehen. Müssen wir mal gucken, wenn es mir dann doch zu lange dauert, werde ich wahrscheinlich doch mal ein Taxi nehmen, weil das dauert jetzt schon wieder ein bisschen. Werde ich dann, glaube ich, echt nach der Strecke entscheiden, wenn es einfach zu lange ist. Jetzt sollten wir aber hoffentlich gleich da sein und gehen, wie gesagt, wieder zu Jim. Jimmy. Wow. Ja, ist gut. Sind das Japaner? Sah so aus. Damn. The Lost and Damned. The Lost MC. Schön. Echt coole Jacke auf jeden Fall. Da waren wir. Und wir nehmen die nächste Mission bei Jim an und gucken mal, was der wieder vorhat.